geht es um die Semantik der Lebensmittel, also die Bedeutungs- oder die Zeichenlehre. Und in meinem Beruf als Journalist bin ich immer wieder über bestimmte Symbole, bestimmte Lebensmittel gestolpert, die in der Berichterstattung auftraten. Gerade so im Lokaljournalismus gibt es so klassische Sachen. Und im vergangenen Jahr habe ich mich sehr, sehr viel mit Memes und inwieweit Memes, meinetwegen jetzt in Russland oder auch in den USA, inzwischen eine eigene politische Gattung sind, als auch eine bestimmte Stimmung ablesen irgendwie lassen und inwieweit man darüber politische Trends auch lesen kann. Und wenn man sich mal überlegt, Lebensmittel an sich in der Kultur und in der Kunstdarstellung stehen nie für sich, sind immer sehr, sehr stark aufgeladen mit einer Symbolik. Wenn man vergleicht, also früher meinetwegen auf alten Gemälden ging es dann häufig darum, Reichtum abzubilden. Gerade wenn das irgendwie Mäzene waren oder Könige, die Künstler beauftragt haben, Bilder zu malen wie hier, ging es darum zu zeigen, was man besitzt, was man hat, wie reich man ist, inwieweit man sich auch unterscheidet zum einfachen Volk. Hier als Kontrast, dort sieht man, das ist eher puritanischer, geht es um das alltägliche Brot, aber es ist immer auch eine gewisse Symbolik. Heutzutage in einer Demokratie wie in Deutschland oder auch in den USA müssen Politiker, zumindest denken sie das auch so, oder das sieht ihr Beraterstamm so, müssen Politiker gewisse Volkstümlichkeit oder gewisse Volksnähe symbolisieren. Ihr wisst vielleicht alle von der Geschichte, als Sarah Wagenknecht Hummer gegessen hat in Brüssel und sie sofort dafür gesorgt hat, dass dass ein Foto verschwindet, das irgendwie in diesem Restaurant, wo sie da mit irgendwie zu Abend gegessen hat, und auch in dieser Region Hummer eine ganz andere Bedeutung hat, meinetwegen jetzt als in Magdeburg oder auch in Halle, dahingestellt. Eine linken Politikerin darf sich nicht mit Hummer auf einem Bild befinden. Das ist einfach, das muss man erklären. Barack Obama hat das im vergangenen Jahr in seinem Wahlkampf sehr, sehr gut hingekriegt, sich mit alltäglichen, volkstümlichen Essen, also Fast Food, in dem Fall abbilden zu lassen. Auf die einzelnen Techniken des Beißens gehe ich später noch drauf ein. Und auch David Cameron hier beim Verzehr von Fish and Chips ist natürlich verpflichtet, obwohl er natürlich eine elitäre Ausbildung genossen hat in Großbritannien, eine gewisse Volksnähe irgendwie darzustellen. Wobei irgendwie es natürlich fraglich ist, ob heutzutage Fish and Chips in Großbritannien noch das Volksessen ist oder ob das nicht eher Curry oder auch ein Kebab wäre. Dahingestellt. Im Gegensatz dazu gibt es immer noch Menschen, die natürlich nicht volkstümliche Lebensmittel konsumieren dürfen. Zumindest nicht so, dass es in den Medien ankommt. Die Königin von England darf allein des Protokolls wegen nicht fotografiert werden, wie sie gerade Volksdinge tut, also Essen, Trinken, aber auch so Sachen, also sehr, sehr emotionale, alltägliche Sachen. Wenn sie das täte, dann würde sie ein Stück weit ihre Legitimation als royale Person, als königliche irgendwie Mensch, der über dem Volk schwebt, verlieren. Ich habe mich damit beschäftigt, welches Symbol ist das in Deutschland? Welches Symbol ist das volkstümlichste Lebensmittelsymbol? Mit welchem Symbol lassen sich nahezu jeder Politiker ablichten? Und wie die meisten von euch wissen, eine öffentliche Veranstaltung, ein öffentlicher Besuch eines Politikers ist selten spontan. Das ist sehr, sehr stark durchchoreografiert von meinetwegen bei einer Grünen Woche, dass Angela Merkel natürlich schon genau weiß oder ihre Assistenten wissen, wo sie Halt machen, wo sie sich fotografieren lassen. Bisschen irgendwie auch jetzt im Wahlkampf werdet ihr das erleben. Ein Besuch ist nie spontan und ist immer sehr, sehr stark durchchoreografiert. Und ich habe mal recherchiert. Ich bin die Quellen durchgegangen, habe bestimmte Schlagwörter, ob das jetzt irgendwie Lebensmittel, Politiker, Promi etc. irgendwie waren, durchgeschaut, bin sehr, sehr schnell darauf gekommen, dass es von fast jedem Volkspolitiker oder Mitglied einer Volkspartei in Deutschland ein Bild gibt, wie diese Person in eine Bratwurst beißt. Ich persönlich habe nicht mit Bratwurst viel am Hut, ich bin Vegetarier, aber
Wie ihr selber wisst, an fast jedem Bahnhofsimbiss gibt es Bratwurst. Bratwurst ist neben dem Döner inzwischen eines der meistkonsumierten Fastfoods in Deutschland. So. Gleichzeitig wisst ihr selber, was bedeutet eine Bratwurst. Das ist was Volkstümliches, es ist irgendwie milieulos, standlos, irgendwie es gibt es sehr günstig, es gibt es aber auch in einer sehr, sehr teuren Variante. So. Ich habe angefangen, Fotos zu sammeln, wie prominente, aber auch nicht prominente Menschen in Bratwürste beißen. Habe mir dazu einen Tumblr angelegt, einfach fand ich in dem Fall am passendsten. Habe ihn People Biting into Bratwurst genannt, auch so ein bisschen irgendwie so eine Internationalität vorzutäuschen. Und bin sehr, sehr erschrocken oder erstaunt gewesen, wie viele Bilder es gibt, wo Menschen in Bratwürste beißen. Und das sind nicht nur Menschen wie hier der Junge, der sich anscheinend sehr, sehr drauf freut, da reinzubeißen. Es gibt so gewisse Klischees, die ich euch anhand jetzt von verschiedenen Bildern zeigen möchte. Es gibt natürlich das volkstümliche Klischee. Es gibt das Bro-Klischee, nenne ich es jetzt einfach mal, ein lockeres Grillen. In diesem Fall ist es direkt aus einer Werbung irgendwie geklaut, wo das zum Mund hinführen einer Bratwurst locker und entspannt dargestellt wird. Atze Schröder. Wurst. Ihr seht, es wird halt auch so getan, als ob man Schabernack machen könnte mit einer Bratwurst. Aber es gibt natürlich auch Probleme. Natürlich nutzt die Werbung irgendwie die Bratwurst als sexualisiertes irgendwie Objekt. Liegt nahe, Bratwurst ist phallisch, ist natürlich ein Problem, weil ich gehe davon aus, dass irgendwie Männer, die eher konservativ eingestellt sind, auch ein Problem damit hätten, zu sehen, wie jemand kraftvoll in so ein Phallus-Symbol reinbeißt. Das wirkt ja abschreckend. Das sind alles Sachen, die muss man berücksichtigen, wenn es darum geht, einen Politiker darzustellen. Auch die Begeisterung hält manchmal nicht stand. Das sind natürlich Schnappschüsse, aber sie bereiten darauf vor, worauf ich gleich bei den Politikern hinwegkomme. Das größte Problem beim Bratwurstessen ist, dass es kein würdevolles Essen gibt. Ihr wisst das selber, die Dinger sind heiß, sie sind fettig, sie sind einfach komisch geformt. Man weiß nicht, wie man das isst, und wenn man irgendwie so ein Ding in der Hand gedrückt kriegt und sofort essen soll, und wie schon gesagt, auf einer politischen Veranstaltung kann man davon ausgehen, dass da hunderte Fotografen sind, die darauf warten, dass irgendwas passiert, was nicht abgesprochen ist, wie auch im Fall der folgenden US-amerikanischen Politikerin. Das, so ein Bild erstmal im Netz, das kriegst du nicht mehr raus. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, der ehemalige Ministerpräsident in Niedersachsen, David McAllister, hat einen Ausflug mit einem Bruderboot gemacht auf einem See in Niedersachsen und ist gekentert. Danach war immer, wenn es um irgendwie McAllister, der scheitert oder der es nicht schafft, gewisse Sachen durchzusetzen, dieses Bild als Symbolbild da. Und Journalisten arbeiten gerne einfach und arbeiten gerne schnell und vor allem symbolhaft. Und so ein Bild erstmal drin. Uli Hoeneß zeigt, nicht nur weil er selber auch Wurste herstellt, wie man es richtig machen kann. Es ist sehr professionell, er zeigt weder zu viel Aggression noch zu viel Zurückhaltung. Er hat eine gerade Haltung, er schaut dem Menschen direkt in die Kameralinse. Es wirkt sehr souverän. Nicht jeder Politiker schafft das. Das Motto der Republik ist in diesem Jahr Inside Out, und ich bin der Meinung, dass die Bratwurst inzwischen ein Real-Life-Meme, wenn man es so nennen kann, irgendwie ist, weil es wird erwartet, dass es Bratwurst-Fotos gibt auf öffentlichen Veranstaltungen, und es wird auch so wieder immer wieder reproduziert. Und manche Leute kriegen das gut hin, manche Leute kriegen das nicht gut hin. Ich fange gleich mal mit einem sehr guten Beispiel an. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Sehr souverän, ganz wichtig, die Serviette ist direkt zwischen dem Brot, wo auch Soße runterkleckern kann, und der kraftvollen Hand, alle Finger sind an dem Brötchen, und wenn man sich seine Mundpartie anguckt, er schafft es, ein Stück Bratwurst drin zu haben, ohne sich abzubrühen und gleichzeitig Luft reinzuziehen.
Ich persönlich hatte keine Ahnung vorher, wie man wirklich Bratwürste isst. Ich habe tausende Bilder angeguckt. Ich habe auch auf Weihnachtsmärkten mir angeguckt, wie Leute das machen. Und es sieht nicht schön aus. Und ich, das nächste Mal, wenn ihr Bratwürste isst, denkt daran. Horst Seehofer macht gleich mehrere Fehler. Es ist keine Bratwurst, es sieht aus wie eine Flöte. Und er hält sie nicht kraftvoll, er hält sie nicht souverän, sondern diese abgespreizte Finger, es wirkt schwach. Es wirkt einfach so, als dass er sich nicht wohlfühlt. Gleichzeitig dieser jungenhafte Blick in die Kamera, sich das ertappt fühlt. Sein Kollege Stanislav Tillich in der Mitte ist natürlich souveräner. Gleichzeitig sieht man anhand seiner Mundpartie, dass auch seine Wurst sehr heiß war anscheinend. Alle Bratwurstfotos, die ich euch zeige, sind gestellt, sind inszeniert. In diesem Fall nicht besonders gut, weil zwei Würste gleichzeitig mit einem leeren Blick, es suggeriert nicht nur Gier, sondern auch eine Unsicherheit. Das ist halt, die Schultern sind hoch, er ist verkrampft. Das funktioniert nicht gut. Ich habe euch dieses Bild irgendwie als Beispiel gegeben. Wenn ihr einfach mal recherchiert, nicht nur im Netz, sondern auch in der Tagespresse oder sowas, ihr werdet von jeder Volkspartei Bilder finden, wo Menschen in Bratwürste beißen. Und das sind immer genau solche Gruppen in so einem Halbkreis oder sowas, wo der Fotograf sagt, jetzt machen wir mal ein schönes Situationsbild. Und sowas kommt dann dabei raus. Also es wirkt einfach nicht souverän. Es wirkt einfach nicht standesgemäß und Politiker verlieren meistens dadurch. Auch wieder der angewinkelte Daumen, kleine Finger. Es wirkt wieder kein Hals, sehr nach vorne, sehr, sehr gierig. Man weiß natürlich auch nicht, ob Politiker im Einzelnen privat auch Bratwürste essen würden. Aber sie müssen halt so tun, als ob sie es toll finden. Sehr, sehr souverän. Kann man nichts gegen sagen, wenig Zahn, gleichzeitig keine lüsterne Umschließung der Bratwurst mit den Lippen. Man weiß, also auch nicht so nach vorne gebeugt, man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Wir kommen zu einer natürlich Berliner Besonderheit, der Currywurst. Ich habe die jetzt einfach mal mit reingetan, weil auf den Fotos konnte man manchmal einfach nicht erkennen, ob es Bratcurry oder Currywurst ist. Renate Künast wirkt nicht glücklich. Natürlich ist das einer der Tricks, den es beim Bratwurstessen gibt, sich mundgerechte Portionen geben zu lassen. Viele Politiker denken, okay, wenn sie die Currywurst bestellen, dann können sie nicht verlieren. Aber das Ding ist trotzdem heiß, ist trotzdem nicht schön und man, in dem Moment, wo man es in den Mund nimmt, ist es einfach auch ästhetisch grauenvoll. Dagegen, Herr Wowereit zeigt einfach, wie Bratwurstessen Spaß machen kann. Und das passt auch so ein bisschen zu dem Klischee, was viele Menschen von ihm haben, als sehr sozial, als sehr locker, als sehr spontan und entspannt vor allem. Irgendwie man hat das Gefühl, es macht ihm Spaß, es wirkt authentisch. Die Menschen neben ihm, naja. Der ehemalige Ministerpräsident Niedersachsens, David McAllister, versucht einen weiteren Trick aus, den es im Bratwurstessen gibt, den mit viel Soße die Bratwurst abkühlen, sodass man sich nicht die Zunge verbrennt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Assistenten oder jeweils die Personen, die einen mit dieser Wurst versorgen, wissen, ob das scharfer oder mittelscharfer Senf ist. Weil das kann auch ins Auge gehen. Auch David McAllister fühlt sich nicht wohl mit seiner Wurst. Dahingehend nicht ideal. Bei Guido Westerwelle ist natürlich auch wieder ein Problem, irgendwie das, was man in seinem Privatleben weiß. Mag er überhaupt privat Bratwürste? Ist das irgendwie in dem Milieu, in dem er sich privat aufhält, überhaupt normal oder ist das dann eher Fingerfood? Man weiß es nicht. Aber es wird verlangt von ihm, dass wenn ihm jemand eine Bratwurst hinhält, dass er die kauen muss. Und oftmals ist es so, dass das habe ich auch schon mit vielen Menschen darüber gesprochen, auch von vielen Journalisten und Fotografen, die beißen einmal ab und geben sie dann weiter. Aber es wird trotzdem erwartet, einmal mindestens abzubeißen. Es ist natürlich wieder eine Inszenierung, aber eine Inszenierung, die, wie ihr seht, nicht würdevoll zu meistern ist.
Und das zeigt auch schon dieses symbolhafte Bild, dieses Geierige der Kameras, die einfach wirklich darauf warten, dass irgendwas passiert, was nicht vorgesehen ist. Wir befinden uns natürlich irgendwie, oder es gibt natürlich auch das Problem, dass es viele, viele Menschen gibt in Deutschland, die weder Fleisch essen und wenn Fleisch, kein Schwein. Das sind alles Wählergruppen, die müssen angesprochen werden. Und so wie Politiker auf Klischees dann zurückgreifen, tun das auch Medien und zaubern dann ein weiteres Lebensmittel heraus, was man nicht würdevoll essen kann. Und das ist der Döner. Der Döner wird immer dann eingesetzt, vorwiegend ist mir das aufgefallen, ich habe das einfach parallel mal analysiert. Es gibt von vielen grünen Politikern Bilder, wie sie mit Döner abgelichtet werden. Da aber meistens nicht, wie sie reinbeißen, sondern wie sie in einer Bude stehen und das abschneiden. Das Abschneiden ist auch nicht besonders leicht, aber es ist halt einfach in dem Sinne ein Fake. Es ist eine falsche Inszenierung, weil mal eben in den Dönerluden reinlaufen und irgendwo Dönerfleisch abschneiden, zeugt jetzt nicht unbedingt irgendwie davon, dass man irgendwie tolerant ist oder irgendwie für eine multikulturelle Gesellschaft ist, weil Angela Merkel macht das ja auch. Und sie wird dann auch dahingestellt und sie muss dann abliefern. Aber Angela Merkel weiß zumindest, dass man Döner im Gegensatz oder so wie die Bratwurst nicht vernünftig essen kann. Deswegen holt sie sich einen Teller mit Dönergeschnetzel. Auch ohne Soße, wie man sieht. Wir haben Bundestagswahl in diesem Jahr und da geht es natürlich darum, wie weit die Kandidaten von CDU und SPD sich in diesem Dönerwettbewerb positionieren. Angela Merkel, so würde ich jetzt mal behaupten, so wie auch ihr gesamtes Äußeres, ihr gesamtes Image über die Jahre sich verbessert hat, hat es auch geschafft, die Bratwurst immer professioneller zu essen. Und das ist ein Klischee, ich habe es immer noch nicht bestätigt bekommen, aber in den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, ging immer das Gerücht rum, dass zum Beispiel Gerhard Schröder 1998 bei der Bundestagswahl jemanden hatte, der ihm beigebracht hat, wie er öffentlich wirksam, würdevoll eine Bratwurst essen kann. Ich bin meiner Meinung, dass man das auch nicht bestätigt bekommt. Also das ist, aber abwegig scheint es mir nicht zu sein. Es wirkt einfach. Also es macht die Person, die abgelichtet wird, lächerlich, unsouverän, unschön und gerade in diesem Fall also nicht repräsentativ. Naja, eure Reaktionen zeigen ja schon, das ist halt, das ist, man lacht. Aber ihr müsst davon ausgehen, dass wenn die Kandidaten einen öffentlichen Termin haben, dass dann entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag in irgendwelchen Redaktionen sich überlegt wird, welches Bild fängt die Stimmung auf dieser Wahlveranstaltung oder auf diesem Volksfest am besten auf. Und Politiker haben einfach verloren, wenn das Bild daneben im Text steht. Also das wirkt lächerlich, kommt einer Karikatur gleich. Per Steinbrück muss ich einfach sagen, ist der Politiker in den Spitzenpositionen, wo ich am längsten gesucht habe, um ein Bild von ihm mit einer Wurst zu finden. Und ich habe kein Foto von ihm gefunden, wie er in eine ganze Bratwurst beißt. Wenn man so ein bisschen im Kontext sieht, gerade die Debatte um ihn im Sinne von ne, kein guter Rotwein für 5 Euro oder sowas, im Gegensatz zu seinem Vorgänger Gerhard Schröder, es wirkt einfach nicht passend, es passt einfach nicht. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Dankeschön. Natürlich beantworte ich auch gerne Fragen. Es gibt da regionale Unterschiede. Zum Beispiel in Bayern, wie wird verlangt, dass man eine Weißwurst zuzelt oder auspackt oder auch einen Leberkäse oder sowas. Im Norden ist das ein Fischbrötchen, also Hamburg und Bremen besonders. Die Bratwurst ist schon das am meisten verwendete Ding. Also einfach, du musst dir überlegen, das sind öffentliche Veranstaltungen. Dann stehen da Buden und
oder Stände und sowas, und dann wird ihnen das in die Hand gedrückt. Was anderes sind natürlich Lebensmittelmessen, da irgendwie, das ist dann der Käsespieß zum Beispiel. So. Ich habe natürlich auch parallel geguckt, welche anderen Gegenstände ziehen sich oder stecken sich Prominente gerne in den Mund. Und da gibt es natürlich auch Trends. Bis zur Finanzkrise war das die Zigarre. Also vorwiegend bei Männern natürlich, aber auch dort wieder. Man muss es können, man muss Zigarre rauchen können, dass es gut aussieht. Und Gerhard Schröder, habt ihr sicherlich alles ein Bild, aber Sigmar Gabriel konnte das auch besonders gut. Aber es gibt auch Leute, die sind daran gescheitert. Und was ich lustig fand, das habe ich jetzt nicht reingemacht, irgendwie, weil das irgendwie den Rahmen gesprengt hat. Ich habe das natürlich auch mit den USA verglichen, gerade weil die ja auch irgendwie einen Wahlkampf hatten, einen großen Wahlkampf, und wo viel, viel mehr irgendwie Symbolik eine Rolle spielt. Und da gab es zum Beispiel die Sache, dass von Obama es Fotos gab mit jedem Fastfood, Hotdog, Hamburger, Pizza, Taco. Von Romney gab es auch von fast allen Sachen, aber zum Beispiel keine Burrito oder kein Taco, weil das als symbolhaft für irgendwie mittelamerikanisches Essen gilt, und die Republikaner haben was gegen die illegalen Anwanderer in Anführungsstrichen. Und die potenziellen Wähler hätten es nicht gut gefunden. So. Weitere Fragen? Das kann man sich nicht aussuchen. Natürlich, eine Pommes wäre vielleicht einfacher, einfach weil die handlicher sind. Aber das musst du mal daran denken, es gibt auch Leute, die würden es nicht gut finden, wenn ein Promi oder ein Kandidat etwas mit den Fingern anfasst. Ne? So, Politiker müssen da durch. Wie schon gesagt, ich wurde auch gefragt, gibt es Tipps, wie man das gut machen kann? Souverän bleiben. Also, jeder Politiker wird irgendwann, außer er sagt explizit, ich bin Vegetarier oder ich verzichte darauf oder sowas, wird in die Verlegenheit kommen, eine Bratwurst essen zu müssen. Und das Einzige, was man wirklich machen kann, ist wirklich straight durchziehen, sehr souverän sein, versuchen irgendwie ein bisschen Soße zu tunken und das sportlich sehen. Weil es ist so ein gewisser Test. Schafft er das? Oder die? Also, ich kann das ja nochmal zeigen. Aber du musst auch immer den Fortschritt bei Angela Merkel sehen. Die hat wirklich sehr, sehr gelernt. Das ist ein echtes Bild, das habe ich nur abfotografiert von einem Poster. Ja, das hing in einer Redaktion und das habe ich abfotografiert. Also, aber das ist ein echtes Bild, das findest du so im Archiv der Deutschen Presseagentur zum Beispiel. Nein. Wie schon gesagt, ne? Das Problem ist, alle diese Veranstaltungen sind sehr durchchoreografiert, aber wenn viele Fotografen dort sind, das ist nicht kontrollierbar. Und zumal, du weißt ja ungefähr, was los sein könnte, wenn ein Politiker oder ein Assistent in der Redaktion anruft und darum bittet, alle Bilder zu löschen, indem die Person mit Bratwurst abgebildet wird. Macht sich ja lächerlich. Also, ne? Da muss man souverän durch. Also, du hast vorhin gesagt, Barack Obama hat Techniken gehabt, die er sehr souverän gemacht hat. Was hat er denn? Sehr kraftvoll, sehr leidenschaftlich, genießerisch. Also das wirkt nicht so, als ob der Typ vorher nicht schon mal eine Pizza gegessen hat. Das ist so richtig, er nimmt ein Stück, reißt ab, und ich habe jetzt keine anderen Bilder mit reingenommen, irgendwie einfach weil das den Rahmen gesprengt hat. Aber jedes Lebensmittel, was er beißt, abbeißt, man nimmt ihm ab, dass er Spaß hat. Ich bin leider überfragt, wer zum Beispiel beim Bundeskabinett irgendwie vegetarisch ist. Ich glaube, da ist niemand dabei. Gibt es natürlich immer mal wieder, aber denen wird dann natürlich keine Bratwurst hingehalten. So, die kriegen dann was anderes, ein Pommes oder sowas. Aber habe ich nicht gefunden. So, es gab natürlich auch irgendwie Fotos, die konnte ich jetzt nicht reinnehmen, irgendwie, weil die geschützt waren, wo jemand in Tofu reinbeißt. Ne? Auch in so halb so einer Messe, aber das. Gibt es denn auch Fotos von Bratwurst?
Gibt es, ja. Nein, gibt es, aber das ist dann meistens, ich habe mich darauf konzentriert, wirklich in dem Moment, wo jemand abbeißt und nicht, wo er danach irgendwie voll gekleckert ist. Aber ja, gibt es. Also alles, was schief gehen kann, geht schief. Also das ist auch ein Klassiker, Politiker auf Wahlveranstaltungen haben immer mehrere Hemden dabei. Weil wenn jemand als Politiker irgendwo öffentlich auftritt und ein Lätzchen oder eine Serviette umhat, das sieht einfach nicht gut aus. Ne? Also sieht kindisch aus. Obwohl es vielleicht sinnvoller wäre. Okay.